Hallo und herzlich willkommen zu Voice over Cars. Okay, ich gebe zu, der Range Rover Evoque, der ist hier falsch, denn wir sind auf der Dynamikfläche. Macht aber nichts, also auf der Dynamikfläche vom Bilsterberg, denn ich finde das Design dynamisch. Wie immer bei VoiceOver Cars, ein bisschen Design, ein bisschen was zu den Abmessungen. Wir werfen den Blick unter die Motorhaube. Ich erkläre euch ein bisschen was. Ich steige vorne ein, ich steige hinten ein. Ich zeige euch den Kofferraum, dann gibt es Fahreindruck und Fazit. Heute machen wir es ganz kurz, aber hinter der Kamera der großartige Jonas. Jetzt schon mal einen Daumen hoch für Jonas, der hat das Video hier auch geschnitten. Genau, deswegen steht hier oben auch übrigens auch Dauerwerbesendung, denn der wurde mir großzügigerweise zur Verfügung gestellt. Fangen wir also an mit dem Design und da kommen wir natürlich direkt zu den Scheinwerfern. Wir haben hier natürlich LED-Technik verbaut, übrigens auch noch mit einer Scheinwerferreinigungsanlage. Das bedeutet ja schon, dass diese LED-Scheinwerfer auch leuchtstark sein müssen. Ich konnte sie jetzt nicht per Nacht testen, allerdings, ja gut, die Technik kennt man mittlerweile. Hier oben steht geschrieben Range Rover, ihr wisst es, Range Rover, Land Rover, Jaguar gehört auch zu Tata Motors in Indien. Ansonsten haben wir hier einen schönen Kühlergrill, wie ich finde. Und ich finde sowieso, das ganze Äußere von diesem Fahrzeug ist sehr, sehr schön gestaltet. Hier unten auch die Lufteinlässe. Hier in der Mitte übrigens kein Parksensor, sondern da ist tatsächlich die Frontkamera verbaut. Finde ich optisch ganz schön, ist nicht ganz so störend wie bei anderen Fahrzeugen. Ansonsten, es ist ja ein SUV und da müssen wir mal ganz kurz über die Mitbewerber oder Marktbegleiter sprechen, oder? Als Mitbewerber sehe ich nämlich den BMW X2, den Mercedes-Benz GLA oder aber auch den Volvo XC40, eventuell auch noch den Audi Q3, den Lexus UX, den Seat Ateca oder den VW Tiguan. Ihr merkt schon, das Feld der Marktbegleiter ist riesig. Gefertigt wird das Fahrzeug übrigens in Halewood in Großbritannien und wir haben hier einen Range Rover Evoque P200 Automatik aus der Baureihe L551. Stellt euch mal vor, die würden das alles hinten drauf schreiben. Ja, am Werk, da rollt der Range Rover Evoque, der übrigens gar nicht wie andere SUVs hier so verplankt ist, sondern hier tatsächlich auch schön lackiert ist auf 17 bis 21 Zoll Rädern vom Band, nicht wahr? Wir haben hier die 235 50 R20 auf der Vorder-, aber auch auf der Hinterachse und der Range Rover steht hier auf vernünftigen Michelin-Reifen. Ja, die Türgriffe sind auch etwas ganz Besonderes, denn in der Regel sind diese eingefahren. Wenn man den Wagen aber aufgeschlossen hat, dann fahren diese raus. Warum macht man das? Ganz klar, aerodynamische Zwecke, nicht wahr? Der CW-Wert, der wird minimiert, die Luftgeräusche aber auch. Und ja, auch Türgriffe machen tatsächlich Luftgeräusche. Ansonsten hat das Ganze so ein bisschen den schwebenden Charakter durch die Zweifarbigkeit schwarz, ne, und jetzt hier Silber, übrigens Soul Pearl Silber, glaube ich, heißt diese Farbe. Ich habe die Wahl zwischen 12 verschiedenen Farben. Und da hinten kommen wir dann zu den LED-Rückleuchten, die hier quasi wie so ein Band durchgehen. Das ist allerdings unbeleuchtet, aber hier steht dann auch nochmal Range Rover, nicht wahr? Oder hier Land Rover, Above and Beyond. Und dann haben wir dann LED-Rückleuchten auch natürlich auf der anderen Seite. Was wir hier nicht haben, wir haben hier keine sichtbaren Endrohre, dafür hier so einen angedeuteten Diffusor. Na gut, ist jetzt halt Geschmacksfrage, ob man jetzt hier Endrohre haben möchte oder nicht. Ich denke mal, bei dem Motor, der da vorne unter der Haube ist, geht das so vollkommen klar. Was wir aber haben, wir haben einen ganz, ganz großen Dachspoiler, auch einen Geräteträger, hier drin nochmal die dritte Bremsleuchte und oben auf dem Dach, da seht ihr dann auch tatsächlich die Antenne mit der eingebauten Rückfahrkamera. Jetzt fragt ihr euch, warum ist denn da oben die Rückfahrkamera? Wir haben doch schon hier eine in der Heckklappe. Ja, komplett richtig. Wir haben hier nämlich einen digitalen Rückspiegel tatsächlich und dafür ist die obere Kamera, für die 360-Grad-Kamera ist die Kamera hier unten. Der Range Rover Evoque, der hat tatsächlich ganz, ganz witzige Sachen. Zum Beispiel kann er die Motorhaube unsichtbar machen, ja, durch eine Kamera, die in der Scheibe ist, vorne natürlich auch nochmal dazu. Das heißt, er hat eine ganze Menge Kameratechnik hier, eine ganze Menge an Sensoren und auch eine ganze Menge an Assistenzsystemen, die das Leben einfach besser und sicherlich auch ab und zu ein bisschen schöner und vor allem aber auch zukunftsorientierter machen. Aber ich würde sagen, wir sprechen jetzt erstmal die Abmessung und dafür gehe ich wie immer aus dem Bild. Unser Fahrzeug hier ist 4,37 Meter lang und 1,65 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,68 Meter und inklusive Außenspiegel ist der Evoque 2,10 Meter breit. Wir haben hier eine Bodenfreiheit von 21,2 cm und einen Wendekreis von 11,9 Meter.
Durch die Bodenfreiheit und den Böschungswinkel von 25 Grad vorne bzw. von 30,6 Grad hinten wird in Verbindung mit dem Allradantrieb sogar ein durchaus geländetaugliches Fahrzeug aus dem Evoque. Allerdings finde ich persönlich dieses Fahrzeug viel zu attraktiv, um damit durch den Wald zu schreddern. Kommen wir zum Motor. Ach, Haubendämpfer. Mein Gott, wie liebe ich es. Bevor wir hier gleich über den Motor sprechen, ganz kurz, ich kann Öl messen, ich kann Öl nachfüllen, 0W20 hätte er ganz gerne. Ansonsten habe ich hier den Luftfilter, hier drunter ist die Starterbatterie verbaut, ABS kann ich sehen. Ja, aber ansonsten habt ihr nicht viel zu suchen hier drunter. Wischwasser wird hier vorne aufgefüllt, nicht wahr? Und ansonsten habt ihr hier zwei Haubendämpfer und ebenfalls zwei Haubenschlösser, über die die Motorhaube hier gehalten wird. Und sollte da mal irgendwas nicht so stimmen, dann gibt es hier nochmal so Einstellnupsis. Da könnt ihr die Spaltmaße noch ein bisschen verbessern. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zur Technik. Unter der Haube steckt ein 2 Liter Turbobenziner mit einer Leistung von 147 kW, sprich 200 PS. Die Kraft geht zunächst über eine 9-Gang-Automatik und anschließend über alle vier Räder auf die Straße. Zwischen 1250 und 4500 Umdrehungen in der Minute liegt ein Drehmoment von 340 Newtonmeter an der Kurbelwelle an und innerhalb von 8,5 Sekunden geht es auf Landstraßentempo und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 216 km/h. Der Tank fasst 67 Liter und der Normverbrauch soll zwischen 7,8 und 9 Liter auf 100 Kilometer liegen. Das schafft das Fahrzeug zum Beispiel auch durch den 48 Volt Riemen-Startergenerator. Der unterstützt das Fahrzeug nicht nur beim Startvorgang, sondern auch beim Anfahren mit einem Drehmoment von bis zu 140 Newtonmeter. Ja, genau so sieht's aus. Ansonsten ist der Motor hier wirklich thermisch schön abgeriegelt. Dazu gibt es also ganz und gar nichts zu meckern. Und auch hier haben sie sich ganz viel gedacht, wie man das denn hier auch schön dicht bekommt. Finde ich großartig tatsächlich. Leider sieht man natürlich dank der ganzen Plastikabdeckung nicht mehr ganz so viel von der Technik. Ja, aber wie kriegt denn der 48 Volt Riemenstartergenerator jetzt seine Energie? Ganz klassisch durch Bremsen. Rekuperation. Wir kennen es von Elektrofahrzeugen. Ja, das heißt, wenn ihr da bremst, wird die Energie wie bei einem Fahrraddynamo wieder umgewandelt und gespeichert. Hier ist eine ganz, ganz kleine Lithium-Ionen-Batterie drin. Die reicht nicht, um elektrisch zu fahren, aber halt, um das Fahrzeug zu unterstützen dabei. Wie gesagt, 140 Newtonmeter, das kann sich schon sehen lassen, das spürt man dann auch. Und ab einer gewissen Geschwindigkeit kann der Motor dann halt auch ausgeschaltet werden. Das wird dann einfach gerollt, nicht wahr? Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt die Haube zu und steigen vorne ein. Sitzen wir drin im Range Rover Evoque, nicht wahr? Mein erster Gedanke, ja, ist aber schick. Und mein zweiter Gedanke war, muss man eigentlich alles machen, was man machen kann, nur des Machens wegen? Ihr kommt gleich darauf, was ich meine. Wir haben hier ein Lenkrad, das ist richtig dünn, das liegt richtig gut in der Hand, aber ich habe hier so einen komischen Alu-Ring und ganz ehrlich, den spüre ich manchmal und das irritiert mich. Dahinter habe ich Schaltpedal, die sind aus Kunststoff. Ich finde die nicht ganz so schön wie Alu-Schaltpedal. Kann man bei Jaguar zum Beispiel besser, nicht wahr? Ansonsten habe ich hier auf der rechten Seite den Wischerhebel, auf der linken Seite natürlich den Hebel für Licht und Blinker, das kennen wir. Und dann haben wir hier so Touch-Elemente. Ich könnte hier zum Beispiel lauter und leiser machen, indem ich hier mit dem Finger hoch und runter swipe. Ich kann aber auch drücken tatsächlich. Hier könnte ich Lieder vor- und zurück skippen. Hier kann ich ins Menü irgendwas mit OK bestätigen, Telefone annehmen, die Sprachbedienung starten. Und auf der rechten Seite habe ich das Gleiche nochmal für den Tempomaten, nicht wahr? Ich kann den Spurhalteassistenten oder den Limiter hier einstellen. Wie gesagt, alles per Touch beziehungsweise, wie soll ich das sagen? Ja, so Hintergrundblock. Man kennt das, glaube ich, von so modernen elektrischen Geräten. Da ist das so ähnlich. Aber hier sind wir im Auto. Das heißt, das Ganze muss intuitiv und schnell funktionieren. Da bin ich mir unschlüssig. Doch. Ich freue mich aber sehr. Ich habe ein digitales Display vor mir, 12,3 Zoll groß. Tacho hier bis 240, der übertreibt so ein bisschen. Drehzahlmesser, der rote Bereich, der fängt hier bei 6.500 Umdrehungen an. In der Mitte habe ich noch weitere Anzeigemöglichkeiten. Und oben drüber habe ich ein Head-Up-Display. Da kann ich auch die Höhe einstellen. Kein Problem, wird direkt in die Scheibe gespiegelt. Da sehe ich auch, dass ich hier zum Beispiel momentan nicht überholen darf. Ich sehe die aktuelle Geschwindigkeit, die gefahren werden darf. Und die aktuelle Geschwindigkeit, auch die ich fahre. Und in welcher Position der Gangwahlhebel aktuell ist. So. Ich habe hier das Meridian Surround System. Der Ton geht
meiner Meinung nach in Ordnung. Ich habe aber schon bessere Premium-Soundsysteme gehört. Da muss ich ein bisschen kritisieren dürfen. So, jetzt schauen wir uns einmal noch mal ganz kurz das Infotainment-System an. Wir haben auf der linken Seite ein Feld für Navigation, in der Mitte für Medien und rechts für Telefon. Das System kennen wir auch schon so aus dem Jaguar F-Type. Da ist das ähnlich verbaut. Wer sich dafür also interessiert, unbedingt das Jaguar F-Type Cabriolet-Video angucken. Da haben wir uns einmal komplett durchgespielt. Ich muss die Zündung jetzt hier nochmal anmachen tatsächlich, denn wir haben hier unten drunter nochmal den Lautstärkeregler. Ja, wir haben also noch so tatsächlich sowas zum Drehen. Aber ansonsten sind das ja auch alles so Touchfelder und die haben eine Doppelfunktion. Wenn ich den Motor jetzt mal starte, dann seht ihr jetzt hier zum Beispiel Push. Wenn ich hier drauf drücke, kann ich die Sitzheizung einstellen. Ne, dreistufig oder ich kann auch kühlen. Beziehungsweise kühlen kann ich hier nicht. Ich kann aber immerhin eine dreistufige Sitzheizung einstellen. Und wenn ich jetzt hier auf diese Taste drücke, dann kann ich hierüber die Fahrdynamik auswählen. Ja, ich kann hier zum Beispiel, gehen wir mal zurück oder gehen wir mal ganz am Anfang, da haben wir den Dynamikmodus, da haben wir den Eco-Modus, da haben wir den Komfortmodus, den automatischen Modus. Dann kann man diesen Modus nehmen für Gras, Schotter oder Schnee, Schlamm- und Spurrillen oder halt auch Sand. Da wird das halt immer entweder nachgeschärft oder halt auch entschärft, nicht wahr? Drücke ich auf diese Taste, kann ich hier über das linke Rad die Lüftung einstellen. Ja, ansonsten habe ich hier nochmal eine direkte Wahltaste für die Heckscheibenheizung, für Umluft und so weiter. Ansonsten habe ich hier die Klimaautomatik. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel, die Lüftung ist auf Stufe 1. Machen wir wieder aus. Klimaautomatik maximal auf die Frontscheibe, maximale Klimaanlage und die Klimaanlage ein und aus kann man hier schalten. Und hier unten kann ich das ESP ausschalten. Das wird dann immer auch quittiert quasi im Kombi-Instrument in der Mitte. Die Gänge kann man entweder wechseln halt über die Schaltwippen. Man kann natürlich die 9-Gang-Automatik auch walten lassen. Aber wenn man einen Eingriff nehmen möchte, kann ich hier auch ziehen zum Hochschalten, drücken zum Runterschalten, nicht wahr? Schauen wir uns mal die Ablagen an. In die Türtaschen, da passen meiner Meinung nach Literflaschen rein, kein Problem. 2 0,5 Liter Flaschen auf alle Fälle. Hier habe ich dann auch nochmal 2 Getränkehalter, auch so schön mit so Nupsis drin, kein Problem. Darüber können wir wieder diese Ablage machen hier. Die muss man dann mal so ein bisschen reinpuzzeln. Dann habe ich hier auch nochmal getrennt öffnenbar ein Fach. Da kann man auch ein bisschen reingucken. Da passt auch ein bisschen was rein. Da habe ich auf alle Fälle USB-Anschlüsse und 12 Volt habe ich auch. So, und jetzt kommen wir mal zu den richtig geilen Features hier in diesem Fahrzeug. Denn ich könnte mal so sagen, wenn ich jetzt mal den Rückwärtsgang einlege und deswegen läuft der Motor, habe ich hier meine Rückfahrkamera. Ich kann über die Taste hier auch die Kamera quasi auswählen, die ich haben möchte. Ja, beziehungsweise die Kamera umstellen. Ich kann die 360-Grad-Kamera aktivieren. Das heißt, ich habe hier ein komplettes Bild. Wenn ich zoomen möchte, klicke ich einfach rein, nicht wahr? Und kann hier quasi auch genau auswählen, welche Kamera ich haben möchte. Jetzt haben wir es schon von außen gesehen. Da sind ja 2 Kameras. Und ich schalte mal wieder auf P. Wir haben 2 Kameras. Wofür könnte die andere sein? Genau, für den Innenspiegel. Und jetzt wird mir tatsächlich das Bild hier oben angezeigt von der zweiten Kamera, nämlich von der Kamera, die auf dem Dach ist. Das Bild ist total scharf, das ist total klar, total, Jan würde mal sagen, total crisp. Ich könnte es auch noch hier einstellen über die Tasten, nicht wahr? Ich kann hier noch sagen, hier Helligkeit hoch und runter oder wie auch immer. Ich kann auch die Kamera tatsächlich so ein bisschen hier verstellen, ja, für meinen persönlichen Blickwinkel. Und ganz ehrlich, das gibt es schon im Aftermarket für andere Hersteller. Das gibt es auch von anderen Herstellern tatsächlich in klein. Ich finde, dass so ein Spiegel in jedes Auto gehört. Denn, wenn ich mal so über die Schulter gucke, habe ich da hinten eine relativ breite C-Säule. Ich würde sogar schon fast behaupten, hinter der C-Säule ist nochmal eine D-Säule mit so einem ganz kleinen Fenster drin. Und dementsprechend bräuchte ich zum Einparken sowieso entweder die Kamera, aber hier oben ist sie doch viel, viel besser. Großartig. Mag ich echt leiden. Toll. Lasse ich direkt so, weil sie auch gleich wieder stativ geblieben ist, nicht wahr? Ansonsten haben wir hier in der Mitte vom Kombi-Instrument die Möglichkeit, dass ich mir da alle möglichen Sachen noch anzeigen lassen kann. Da kann ich mich hier so durchschalten, nicht wahr? Kann jetzt hier sagen, zum Beispiel Display oder Head-Up-Display kann ich hier einstellen. Ich kann hier auch einfach auch nur mir die Kartenansicht da anzeigen lassen. Ich habe hier eine Direktwahltaste, eine Favoritenschaltfläche, so wird es nämlich genannt. Da kann ich dann draufdrücken, was ich da ganz gerne haben möchte. Kann ich mir das hier hinterm Volant noch ein bisschen so gestalten, wie ich es denn haben möchte. Schauen wir noch mal ganz kurz nach links. Ich habe große Rückspiegel, richtig groß, richtig toll. Auch hier mit dem Totwinkelwarner.
Türgriff zum oben reinziehen. Ich habe hier die Memory-Funktion mit 3 Memory-Funktionen für die elektrischen Sitze. Natürlich habe ich hier elektrische Fensterheber. Ich gucke mal, ob ein Einklemmschutz hier vorne verbaut ist. Ja, Gott sei Dank, sonst hätte es jetzt wehgetan. Spiegel kann ich gut einstellen, hier kein Problem. Und hier ist auch die Taste, um das Fahrzeug zu verriegeln oder zu entriegeln. Und hier über eine Taste kann ich hinten die Fensterheberfunktion für die Kinder sperren. Das machen wir aber nicht, weil jetzt gucken wir mal, ob hinten auch ein Einklemmschutz ist und wie es vor allem hinten aussieht. Und bevor ich das mache, habe ich fast vergessen, Handschuhfach haben wir auch. Passt außer dem Bordmaterial aber auch nicht mehr ganz so viel rein. Und wir haben auch noch Sonnenblenden hier mit dem Schminkspiegel. Keine direkte Beleuchtung. Die Beleuchtung ist dann hier. Wir haben hier oben noch ein Brillenfach. Da vergesse ich in der Regel immer die Brillen, deswegen tue ich die da nie rein. Das hier dürften die Mikrofone sein. Darüber kann ich die Werkstatt rufen. Und hier habe ich die SOS-Taste. Haben wir alles. Griffe habe ich leider hier vorne nicht. Gehen wir jetzt also nach hinten. Der Fahrersitz ist nicht mehr eingestellt auf 1,75. Das liegt daran, dass wir hier eine Easy-Entry-Funktion haben. Das heißt, der Sitz, der geht ein bisschen weiter nach hinten. Also ich sag mal so, da könnte jetzt wahrscheinlich eine Person sitzen, die so 1,85 groß ist. Denn ich habe einen riesigen Kameramann dabei, der ist fast 2 Meter groß. Wenn der hier sitzt, habe ich hier hinter keinen Platz mehr. Aber so geht es natürlich vollkommen klar. Kann meine Beine hier gut runterstellen. Habe hier noch so ein kleines Netz, nicht wahr? Ausgeformte Sitze. 2 Personen, lange Strecken, kein Problem. Isofix-Halterung auf der linken und auf der rechten Seite. Die Gurtpeitschen sind hier so ein bisschen weit drin. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kinder gerade auf Sitzschalen es schwerer haben, sich selber anzuschnallen. Müsst ihr dann ein bisschen helfen. Ansonsten habe ich elektrische Fensterheber. Den ultimativen Test machen wir gleich. Was ich aber kritisieren möchte, ich habe hier oben gar keinen Griff. Ich habe hier nicht einen Griff oben in diesem Auto. Dafür habe ich hier oben so eine kleine LED-Beleuchtung. Hier oben steht Airbag, da wird dann wahrscheinlich auch ein Luftsack hinter sein. Ich habe hier nochmal so einen kleinen Haken, um eine Jacke einzuhängen. Tja, eine 3-stufige Sitzheizung links und rechts. Eine 5-Volt-Schnittstelle rechts und links, also USB. Und in der Mitte nochmal eine 12-Volt-Steckdose. Das heißt für das Rear-Seat-Infotainment-System. Ja, da wird natürlich gesorgt. Ich habe hier in der Mitte eine tolle Mittelarmlehne, denn auch die bei Range Rover wissen, dass man hier in der Mitte aufgrund des breiten Mitteltunnels nicht ganz so bequem sitzt, kann man dann besser hier sich Getränke reinstellen. Kommen wir ganz kurz zum Ablagencheck in die Türtaschen, da passen ohne weiteres kleine Flaschen rein. Die gleichen Flaschen kann man natürlich auch hier reinsetzen. Und das war es dann auch schon, nicht wahr? Das Netz habe ich euch hier gezeigt. Tja, kommen wir zum ultimativen Test. Hat der wohl hinten einen Einklemmschutz? Sollen wir Wetten abschließen? Ich wette ja, denn er hat eine Automatik und wenn diese Fahrzeuge eine Automatik haben, dann haben sie in der Regel auch einen Einklemmschutz. Die Fensterscheibe geht nicht ganz komplett runter. Automatik, eieiei, ach Gott sei Dank. Alles gut. Kommen wir zum Kofferraum. Was ist bei so einem SUV natürlich auch wichtig? Der Kofferraum, der Laderaum, was geht denn alles rein in den Wagen, nicht wahr? Knopf gedrückt, was ich erstmal richtig gut finde. Die Ladekante, ja, 77 cm hoch, aber ich muss nachher nicht hier irgendwas absetzen, könnte aber. Denn darunter, da habe ich dann auch nochmal ein Staufach, nicht wahr? Ich habe hier links und rechts so Schlitten, da kann ich die Verzurösen quasi auch nochmal frei bewegen, indem ich die einfach so hin und her schieben kann. Ne? So geht's. Und dann habe ich hier nochmal so schöne Haltebänder, da könnte ich dann irgendwie zum Beispiel den Verbandskasten auch nochmal da reinbringen. Ich habe hier eine 12-Volt-Steckdose, die brauche ich persönlich immer für die Kühlbox und hier oben auch nochmal ganz toll so Halter. Die finde ich wirklich klasse. Das erzähle ich euch nicht nur so, denn ich hänge hier quasi immer die Einkaufstüten rein. Dann können die während der Fahrt nicht umkippen, nicht wahr? Kritisieren möchte ich die LED-Beleuchtung. Die sind zwar hier auf der rechten und auf der linken Seite, aber ich habe so das Gefühl, dass die vielleicht nicht ganz ausreichend sind, um den kompletten Kofferraum zu beleuchten. Was ich loben möchte definitiv, der kommt serienmäßig immer mit einem Kofferraum, mit einer Rückbank, die man im Verhältnis 40:20:40 umlegen kann. Das heißt, ihr könnt selber entscheiden, eine Person hinten, 2 Personen hinten oder dann halt doch 3 Personen hinten und habt dann noch ein bisschen die Durchlademöglichkeit. Aber jetzt würde ich sagen, erzähle ich euch ein bisschen was zu den Fakten. Das Kofferraumvolumen wird mit 472 bis 1156 Liter angegeben. Die Ladekante bleibt auf einer Höhe von 77 cm. Die Zuladung wird bei unserem Modell mit 585 kg angegeben. Das Leergewicht beträgt 1845 kg und das zulässige Gesamtgewicht bei 2,43 Tonnen. Unser Testfahrzeug verfügt über eine Dachlast von 75 kg und eine Stützlast von 100 kg.
Mit unserer Motorisierung darf der Evoque gebremste Anhänger bis zu einem Gewicht von 1,8 Tonnen ziehen. Wer mehr will, der muss zum Diesel greifen. Der darf bis zu 2,5 Tonnen ziehen. Jetzt haben wir leider keine Anhängerkupplung, aber warum erwähne ich die Stützlast von 100 Kilogramm? Die ist wichtig, wenn man einen Fahrradträger montiert mit zum Beispiel zwei Elektrorädern, nicht wahr? Die wiegen nämlich ganz schön viel. Ich sag mal so, wenn der Fahrradträger 25 Kilogramm wiegt, das kann schon mal gut sein beim Guten, und so ein Elektrofahrrad auch 20 bis 30 Kilogramm hat, dann braucht man ja schon fast eine Stützlast von 100 Kilogramm, um das hier ordnungsgemäß zu montieren. Aber ich würde sagen, da wir keine Anhängerkupplung haben, kann ich euch das nicht zeigen. Dafür drücke ich den Knopf. Die Heckklappe schließt mir persönlich wie immer viel zu langsam, aber wir kommen jetzt ganz schnell zum Fahreindruck. Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen, dass der Evoque gut gedämmt ist. Fahrmotoren und Windgeräusche fallen unter 100 km/h kaum auf. Die Sitze lassen sich gut einstellen, somit habe ich eine gute Sitzposition hinterm Volant gefunden. Und alles ist selbsterklärend, da gibt es nichts zu meckern, bis auf die Tasten hier am Lenkrad. Nichts zu meckern habe ich auch beim Abrollverhalten vom Evoque. Der Federungskomfort geht in Ordnung. Ich könnte mir vorstellen, gerne auch längere Strecken mit diesem Fahrzeug zu fahren. Mit dem kleinen Motor ist der Evoque zwar ausreichend motorisiert, man merkt ihm das hohe Gewicht aber sehr deutlich an. Die Höchstleistung von 147 kW, sprich 200 PS, liegt erst bei 5500 Umdrehungen an. Ein leichtes Spiel hat die 9-Gang-Automatik mit dem maximalen Drehmoment von 340 Newtonmeter, welches wie schon erwähnt auf dem breiten Plateau zwischen 1250 und 4500 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung steht. Neft sagt 7,8 Liter und ein CO2-Ausstoß von 176 Gramm pro Kilometer. WLTP sagt 9 Liter und einen CO2-Ausstoß von 205 Gramm pro Kilometer. Und wer das Aggregat quält, der wird noch den ein oder anderen Liter oben drauflegen. Aber die Werte kann man tatsächlich schaffen. Über die Schaltpedale am Lenkrad oder über den Getriebewahlhebel kann man Eingriff nehmen in die Gangauswahl. Doch das war bei unserer ersten Testfahrt gar nicht vonnöten. Die Lenkung könnte eine Prise mehr Rückmeldung vertragen, aber dieses Schicksal teilt sich der Evoque mit den meisten SUV. Die Bremsanlage lässt sich feinfühlig dosieren, da gibt es nichts zu meckern, und die Passagiere sowie die anderen Verkehrsteilnehmer werden in diesem SUV aktiv und passiv gut geschützt. Bestbewertungen im NCAP Crashtest und zahlreiche, teilweise optionale Assistenzsysteme kümmern sich um das Thema Sicherheit. Mit Sicherheit ist er teuer, mit Sicherheit auch nicht gerade günstig in der Versicherung, aber das war schon immer so, oder? Jetzt müssen wir natürlich noch ganz kurz über den Preis reden. Also roundabout 38.000 Euro, da geht das hier so los. Liste, ihr kennt das Spielchen. Mit den ganzen Optionalitäten, und einige davon habt ihr heute gesehen, da landet so ein Wagen, machen wir schnell, bei 72.000 Euro. Und dafür muss eine alte Frau dann halt doch ganz schön lange für stricken. Ich möchte kritisieren tatsächlich das Interieur. Klavierlack heißt Klavierlack, weil es auf dem Klavier gehört. Mir sind da viel zu viele Flächen drin, die ich andauernd irgendwie antatschen muss oder möchte, weil zum Beispiel das Infotainment-System, aber auch da drumherum, die Schalter und Tasten und so weiter. Und ich hasse nichts mehr als Fingerabdrücke im Innenraum. Das heißt, wenn ihr euch für ein Range Rover Evoque entscheidet, holt euch ein Dauerabo für Mikrofasertücher. Ihr werdet es brauchen. Ja, ansonsten kann ich einfach nur sagen, ich bin überzeugt von dem Fahrzeug. Ich finde, die Verbrauchswerte gehen vollkommen in Ordnung. Na gut. Und beim Thema Preis, da muss ich natürlich immer mir selber kritisieren. Ich habe einfach nicht genug Geld, damit ich mir so ein Fahrzeug in die Einfahrt stellen kann. Aber ihr wisst es, VoiceOver Cars ist euer Kanal. Deswegen entscheidet ihr doch, hot or not, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam diskutieren. Was wäre das? Ist das was für euch? Ja oder nein? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Wenn es heißt VoiceOver Cars, bis dann, euer Jens. Ciao.